welche Schuhe hast du bei Hyrox getragen? Da ist das gute Ding. Jetzt muss ich wieder den Fokus von Kobe klauen. Danke. So. Also, das ist mein Hyrox-Schuh. Der Nike Zoom X Streakfly. Das ist witzig, weil bei meinem ersten Hyrox in, also Hyrox München, da habe ich vorher total recherchiert und geschaut, okay, genauso wie ihr, welcher Schuh wäre denn perfekt? Welcher Schuh hat genau das, was man braucht? Irgendwie etwas, es muss ein leichter Schuh sein, also nicht zu klumpig, nicht zu globig, ja. Der Schuh darf nicht zu hoch sein, also kein Alpha Fly oder so, der so einen hohen Absatz hat, weil das ist fatal bei Übungen wie zum Beispiel den Ausfallschritten, weil dann knickt man so ein und das ist ganz, ganz gefährlich. Dann verknackst man sich den Knöchel oder so und tut sich noch weh, also ist der nicht gut. Blöd. Pegasus, das ist ja mein Go-To, der ist echt nice. Den habe ich dann für Hyrox München tatsächlich genommen und das hat gut funktioniert. Aber der Pegasus ist einfach etwas schwer in Anführungsstrichen. Aber es ist ein Top-Schuh eigentlich, ja. Und dann meinte ich, okay, er müsste Zoom X haben, vielleicht irgendwie sowas wie eine Carbonplatte drin. Und er müsste leicht sein, nicht zu hoch. Und das waren meine Kriterien. Und ungelogen, eine Woche vor Hyrox München kommt dieser Schuh raus, damals noch in einer anderen Colorway, der Nike Zoom X Streakfly. Und Zoom X, weil das super leicht ist, ja, deswegen wollte ich den haben. Und der kam dann raus und dachte mir, nice, geh auf die Nike-Website. Und der Schuh war einfach ausverkauft, instant, weil das war die erste Auflage von dem Schuh, die immer sehr, sehr gering, sehr, sehr limitiert ist. Und so musste ich halt den Hyrox München mit dem Pegasus laufen, was auch super war, wie gesagt. Aber in Basel, wenn ihr das Video gesehen habt, Hyrox Basel, den Vlog, da habe ich den Streakfly schon angehabt und ich bin echt happy, dass ich diesen Schuh jetzt wirklich habe und gefunden habe. Ich finde ihn super leicht. Ich zeige euch mal die Sohle. Das ist halt immer so ein kritisches Thema, wenn wir bei den Teppichen sind. Wir wollen nichts, wo wir wegrutschen. Ja, das heißt, eine ganz glatte Sohle ist eher nicht so gut. Was ich dann oft auch gedacht habe, war zum Beispiel, dann nehme ich halt irgendwie so Trail-Schuhe, weil die haben ja guten Grip. Aber dadurch, dass sie so wenig Auflagefläche haben auf dem Teppich, weil Trail-Schuhe haben ja diese Noppen, die sich in den Boden einsenken sollen. Auf Erdboden ist das möglich, aber im Teppich nicht so sehr und deswegen fehlt da der Griff. Und deswegen braucht man einen Schuh, der schön viel Griff hat. Jetzt schaut man das hier an. Man denkt sich zuerst, und ich war ehrlich gesagt erstmal ein bisschen skeptisch, ob ich da nicht wegrutschen würde, weil das relativ glatt aussieht, ja. Aber dadurch, dass man schon echt am Boden irgendwie oder mehr Auflagefläche hat, rutscht man da nicht weg. Ich hatte kein einziges Mal das Problem, wo ich dachte, oh, ich rutsche weg irgendwie mit dem Schuh. Eher hatte ich das sogar noch mit den, wie heißen die nochmal? Mit den Madcon, ja, der Trainingsschuh von Nike. Madcon 7, glaube ich, habe ich noch. Oder Madcon 6 sogar. Und da bin ich sogar weggerutscht, eher als mit dem Streakfly. Und der Streakfly hat sich für mich einfach total bewährt. Und ich werde ihn auf jeden Fall für meine nächsten Hyrox-Wettbewerbe oder Wettkämpfe auf jeden Fall einsetzen.